Sind wir halt zu einem Zeitpunkt ins Studio gegangen, wo ein bestimmter Pool an Texten da war, auf die wir uns geeinigt hatten. Und das wollte man irgendwie auf die Reihe kriegen. Das hatten wir, der eine oder andere hat das skeptisch gesehen, dass es überhaupt klappen würde. Aber das ist so eine Ansichtssache. Das ist also, der eine sieht ein Glas immer halb voll und der andere sieht es halb leer. Das ist, glaube ich, ganz gut in der Chemie der Band, muss das auch wahrscheinlich so sein. Manchmal nervt es. Weil eigentlich nichts Unvorhergesehenes in der Beziehung passiert. Ich weiß immer genau, wer auf Depri macht und wer himmelhoch jauchzt und ankommt, das wird alles super. Ich bin meistens immer der, der das immer super findet. Und, naja, aber das ist die Chemie der Band. Und das wäre es nicht, wenn wir das. Wenn, das wäre nicht Bab, wenn das irgendwann mal anders wäre. Ich könnte zwar gerne darauf verzichten, dass, aber es wird wohl immer so sein müssen. Das ist mir leider zu schwer, das würde ich nicht runternehmen. Am 19.04.14. 600 Kilometer Anreise im eigenen Auto. Ankunft mit Dina und Effendi am Spätnachmittag. Unsere Roadies sind schon voll zu Gange. Das Filmteam hat durchgeladen. Bin gespannt wie nie. Wie wir das in Köln angefangene Puzzle zusammengesetzt kriegen. In 3 Wochen bin ich schlauer.
Ja, dann haben wir jedes Mal, wenn wir eine Platte gemacht haben, eine andere Herangehensweise gehabt. Es waren immer andere Voraussetzungen. Also ich könnte jetzt von jeder Platte erzählen, wie sie entstanden ist, was vorher da war, was zu dem Zeitpunkt, also sagen wir mal, sind jetzt einen Monat vor Aufnahme, sind wir jetzt, weil wir sind ja hier hingefahren zum Proben. Wir wollen also an dem Material live erfahren, was ist machbar, was ist nicht machbar, was können wir uns abschminken, wo kommen wir noch auf bessere Ideen, wo befruchten wir uns gegenseitig. Und also ich freue mich jetzt drauf, dass es hier losgeht und ich höre mal alles, was sich wer wozu ausgedacht hat. Das ist schon wieder was ganz anderes. Also man könnte sagen, wir sind irgendwie schon zurück zu den Wurzeln gegangen, zu dem, was wir so vor 10, 11, 12 Jahren gemacht haben. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich das finde, wenn ihr da die ganze Zeit mitfilmt. Erwartungen sind natürlich immer sehr hoch und gerade ich habe immer sehr hohe Erwartungen. Und wenn man eine neue Platte macht, hofft man natürlich, dass die beste wird, die man jemals gemacht hat. Was wir jetzt hier machen, ist darauf hinarbeiten. Aber kannst du mal aufziehen, damit ich die kriege, gell? Ich glaube, man muss testen, wie das hinterm Refrain kommt, wenn er über die Strophe oder das Solo kommt. Die Erwartung ist natürlich, dass wir hier eine gute Platte hinkriegen. Die Befürchtung ist dann. Nein, es wäre schlecht, wenn wir keine hinkriegen würden. Wenn wir erstmal losgelegt haben, da haben wir sehr viel Spaß. Ne? Weil es ist normalerweise, also wir haben jetzt fast 2 Jahre Pause und ist ganz klar, in 2 Jahren, man sieht sich nicht so oft, man entfremdet sich ein bisschen und man irgendwie lebt hier sein eigenes Leben und dann kommt man wieder zusammen und dann dauert es immer einen Moment, bis man wieder zueinander findet. Ja, wenn es doppelt haben, dann ist es. Jetzt geht es eigentlich darum, diese Chemie wieder herzustellen. Das ist nicht so einfach. Also ich denke, da haben wir die größten Probleme mit. Dass man auch diese ganzen Vorurteile, die sich in diesen 2 Jahren entwickelt haben, weil man ja wenig miteinander zu tun hatte, relativ wenig, dass die jetzt auch mal wieder so ins rechte Licht gerückt werden. So, ne? Das ist erstmal die Voraussetzung, um überhaupt zu arbeiten. Und ich hoffe, das funktioniert. Und wenn das nicht funktioniert, ich glaube, dann haben wir große Schwierigkeiten. Aber ich bin ein guter Dinge. Ich denke, das schaffen wir schon. Was haben wir damals noch gemacht, dass es geklappt hat, verstehst du? Und dann, also da kommst du eben auf so Sachen, du gehst ganz, ganz weit zurück und findest dann irgendwie so eine Jugendherberge, wo du mal genächtigt hast, da müssen wir wieder hin, das war gut. Und dann, wenn das noch nicht reicht, dann überlegst du, dann sollen wir noch mal alle zusammen in diesem alten Opel fahren. Ist noch gar nicht klar, ob wir eine Platte machen, zum Beispiel. Wobei wir ja nicht so viele Stücke haben, dass wir jetzt schon uns zurücklehnen können und sagen, so die Platte, das funktioniert auf jeden Fall. Wir haben vielleicht 4 bis 6 Stücke, wo alle mit glücklich sind und ob wir jetzt noch die anderen 6, die man vielleicht braucht, ob wir die jetzt noch schaffen in den 3 Wochen, ist noch nicht klar. Ja.
Sky Philippines, 4.8.92. Die Farbfotos von den Massakern im jugoslawischen Bürgerkrieg, die mich hier in meiner exotischen Idylle aus der vor mir liegenden Illustrierten anschreien, haben mich dazu gebracht, meinen Vorsatz, Texte dieser Art zu vermeiden, noch einmal zu brechen. Ein einfacher Folksong, den wir, falls er den Jungs gefällt, wohl am besten mit akustischer Gitarre und Mundharmonika aufnehmen sollten. Könnt ihr doch schreiben und können nicht blöd dabei führen. Das Lied in aller Sprache, wenn man überall so hört. Das einfach nur ein Vorstellt und damit jeder Mensch berührt. Wofür? Wofür? Von Kapstadt bis zum Nordkap, von Nebraska nach Moral. Berlin bis Vladivostok. Wieder bis Gibraltar. Und jeder, der das singt und hat die Frau so ja kapiert. Wofür? Wofür? Wofür die ganze Träne, all das Leid und all das Blut? Das Leben ist sowieso zu kurz. Gib mir einen einzigen Grund, für den sich zu sterben lohnt. Wofür? Ob Türkisch und ob Kurdisch, ob Arabisch, ob Hebrew, ob Spanisch und ob Englisch, ich lüft das Lied, wird nicht grad gut. Ob Russisch und Chinesisch und in der Sprache für Dinge dürr. Wofür? Wofür? Wofür die ganze Träne, all das Leid und all das Blut? Das Leben ist sowieso zu kurz. Gib mir eine einzige Grund, für den sich zu sterben lohnt. Wofür? Doch leider blieb das Lied wohl nur eine schöne Illusion. Wenn ging das so einfach, dann hätten Schlaure sicher schon. Der dreht für ihr Vogel und sich dabei auch nicht geniert. Wofür? Wofür? Klaus Häuser, geboren am 27. Januar 1957. Beruf Musiker und Komponist. Funktion bei BAP, Kapellmeister. Größte Enttäuschung mit BAP, dass wir international nie den Durchbruch schaffen werden. Tollster Augenblick mit BAP, der Auftritt bei der Lorelei. BAP in der Zukunft. Ich hoffe, dass wir unsere beste Platte noch nicht gemacht haben. Was mich außerhalb BAP interessiert, meine Familie, Musik allgemein, Sport und Politik. Was ich immer schon sagen wollte, ich hasse meinen Spitznamen Major. Tutzing, 5.6.93. Bei den Gipsmann Sessions fällt eine dazu dann doch nicht passende Musik ab, auf die sich vortrefflich unsere Wut über die Ereignisse der letzten Woche formulieren lässt. Die § 218 Entscheidung der Verfassungsrichter, die Abstimmung über den ebenso verlogenen Asylkompromiss und, last not least, der faschistische Brandanschlag von Solingen inklusive der Krokodilstränen unserer Volksvertreter. Alles das gibt einem das Gefühl, in eine auf Mittelalter eingestellte Zeitmaschine geraten zu sein. Wenn du Hass hätte weißt,
dass Gewalt draus entsteht. Wer ob Neid setzt, der weiß, wie der Pöbel mit Fremdem umgeht. In der Welt war ein Land, wo man Sünde wegschonend verbrannt. Die Zeile widerlich kam instinktiv, das ist ja nur ein Wort, das war eigentlich mein innerer Kommentar zu der Feigheit, sich nach dem Anschlag von Solingen zu bekennen. Wenn es nur in der Form gewesen wäre, dass unser Kanzler den Mumm gehabt hätte, in die Türkei zur Beerdigung zu fliegen. Ist es widerlich? Hat sich eigentlich einen Scheiß drum gekümmert, was die Lichterketten aussagen wollten, sondern man hat einfach so weitergemacht und ist zur Tagesordnung übergegangen. Und wir haben das Image der Bundesrepublik im Ausland schön hochgehalten und das war es dann auch. Und insofern sind wir auch reingefallen, muss man ganz klar sagen. Und dagegen wehrt sich dieses Stück noch nicht mal in erster Linie, aber in zweiter Linie auf jeden Fall. Wie könnt ihr euch selbst im Spiel? Wenn ein Unschulter hängt, wächst ein Kamerastrahl, der den Stein nichts ermahlt. Ihr seid widerlich, nehmt mich zu erwarten. Wenn ich meinen Kindern erklären würde, würde ich die einfachste Erklärungsweise natürlich wählen. Das ist, dass die Leute in der Regel zu faul sind, sich zu informieren, was wirklich los ist. Dass man, wenn man sich nicht bemüht, hinter Zusammenhänge zu kommen, wenn man keine Zeitung liest, wenn man keine Nachrichten studiert, nicht miteinander vergleicht und sich seine Meinung bildet, dass man dann natürlich schneller reinfällt, wenn man belogen wird. Und das passiert. Ist es widerlich? Name Wolfgang Niedecken, geboren 30.03.1951, Beruf bildender Künstler, Maler, Funktion Babab, Klassensprecher, größte Enttäuschung, der Hustle bei der Produktion von der Allmänner-LP, tollster Augenblick mit Bab, Rockpop-Nacht, Dortmund 82, Westfalenhalle 1, als wir merkten, wir sind anscheinend überregional durch, Bab in der Zukunft, mache ich mir weniger Gedanken drüber, weil sich ein Schritt aus dem nächsten ergibt, sonst kommt man ins Stolpern und wir sind gerade mitten im Schritt. Was mich außerhalb von Bab interessiert, Reisen, Literatur, Kunst, was ich immer schon sagen wollte, wir halten uns für weitaus weniger wichtig, als man von außen vielleicht vermutet. Wie
über die zwei Strophen aneinander. Wie geht dann der Übergang? Ich bin ja am A vorher. So zwischen Refrain und jetzt gäbe ein Refrain, wo nur jede zweite Zeile abnimmt. Denk an den Einsatz, der Englisch war. Nach dem Solo kommt es nur noch mal. Achso, dann geht dann über. Ja, das ist ein bisschen schwierig, da die Rücken zu kriegen. Ja, du wächst jetzt aber immer früher auf. Köln, 15.12.92. Endlich die Musik, auf die meine Idee mit dem Balkon und den Zugvögeln passt. Hängt für mich am meisten von mir drin und da auch so das Gefühl, was ich zur Musik habe und wie ich selber Musik empfinde, ist, also das bin eigentlich ich, das Stück. Also das ist von vorne bis hinten so, wie ich halt bin. Die Schwalbe sind wieder ob Heimann am Fliehen. Ich stand am Balkon und leune noch. Stell mir mal auf Koffer, wie jedes Mal. Wie jedes Jahr und freu mich wieder. Wenn man sich die letzten Platten anguckt, von eigentlich von Almena an, über Da Capo und XVU, dass die Liebeslieder darauf sind alle ziemlich bewölkt. Und ich kann halt in Situationen, wo es mir bewölkt geht, keine euphorischen Sachen schreiben. Es geht nicht, funktioniert nicht. Dann kommt auch nur Bewölktes dabei raus. Und jetzt ist alles anscheinend ziemlich sonnig. Da wo du bist, ist der Nabel der Welt. Weiß jetzt, was mir all die Jahre gefällt. Die hätte es ne Nümmert, den Kralle sind spitz. Und wenn ich fahre, dann bist du mir nett. Ich halte dich fest, ich lass dich nie wieder. Da wo du bist, bin ich endlich zu Hause. Hätte ich dann bloß bei der Feuer gewusst. So viel lass es sich nicht irritieren. Ich spüre, wo es lang geht, das Hand im Blut. Richtung Nordafrika, wunderbar. Lese an ich der Lokro für Hund, der Lokro für Hund. Diese Art Stücke sind eigentlich die allerschwersten. Also Stücke randvoll zu packen mit Bildern und kein Schwein kapiert, was abgeht. Das ist alles so furchtbar schlau. Das kriegt man unter Gebrauch einer ordentlichen Enzyklopädie wunderbar hin. Aber ein ganz stinknormales, einfaches Liebeslied, welches nicht dahergeschnulzt kommt, wo man nicht drüber ausrutscht, sondern es einfach pures Gefühl vermittelt, das ist eigentlich das Allerschwerste. Hätte ich da bloß bei der Feuer gewusst,
Trap ist einfach eine Gruppe nach wie vor, wo eben klar die Galionsfigur Wolfgang natürlich erstmal die ganze Geschichte vorne macht, aber im Hintergrund stehen sechs verdammt intelligente, würde ich mal sagen, mich eingeschlossen, und sehr sensible Menschen, die dieses Regulativ, also auch diese Kritik anbringen müssen, damit die Qualität auch so bleibt, wie sie ist. Wir hatten noch nie von Anfang an so den gleichen Musikgeschmack, das ist vollkommen klar. Aber es kann auch so sein, dass der Musikgeschmack sich immer weiter auseinanderentwickelt und es auch immer schwerer wird, auf irgendwie einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Das macht die Sache in der Band nicht unbedingt einfach. Und dann sind wir noch sieben Leute. Also das ist auch nicht, darf man nicht vergessen, dass es, wenn man zu viert ist, ist schon schwer genug. Bei sieben ist natürlich fast doppelt so schwer, wie es eben schon, ja, muss man halt durch. Das muss auf jeden Fall sein. Also kreative Auseinandersetzungen müssen sein. Also ich fände es schade, wenn das alles so durchschleichen würde und ja, jeder würde so, ja, ist nicht schlecht, was der meint. Für mich ist das was durchaus Positives. Aber das Positive meine ich jetzt nicht, dass ich das wertend sehe, sondern ich sage ganz einfach, es ist tatsächlich so, und das muss man sich von vornherein auch reintun, selbst wenn man irgendwo einen Hals kriegt über irgendjemand oder wenn, was weiß ich, zwei Charaktere aneinander kommen, man muss sich von vornherein muss man sich sagen, hör zu, das sind irgendwie zwei unterschiedliche Menschen und da geht's halt auf und ab. Ja, hier wird schon gekämpft. Also ich meine, hier gibt es schon Reibereien und das ist nicht so, also das verläuft nicht so glatt, so Friede, Freude, Eierkuchen, alles. Aber die Sache ist, jeder zieht am selben Strang. Das ist bestimmt ein Teil der Kraft, ja. Wobei die Konflikte natürlich nicht immer sachlich ablaufen und das läuft bei uns genauso wie jedem anderen, sage ich mal, kreativen Team. Aber Kritik muss sein. Also das heißt ja auch, dass man das Qualitäts Level. Das sollte ja auch bestimmt werden in irgendeiner Form. Und dann sollte man eben auch sagen, wenn was scheiße ist. Name Steve Borg. Geboren 5.10.53. Beruf Musiker. Funktion bei BAP, müsst ihr die anderen fragen. Größte Enttäuschung mit BAP fällt mir nicht ein. Tollster Augenblick mit BAP, 10. Juni 82. BAP in der Zukunft, mal schauen. Was mich außerhalb BAP interessiert, geht keinem was an. Was ich schon immer sagen wollte, kannst das Mikro endlich mal ausmachen. Ich würde sagen, so eine eher im Moment eine Familie, eine italienische Familie. Ja, wo es laut hergeht. Also im Moment geht es sehr laut. Teilweise war es auch sehr hilfreich für die mehr musizierende Fraktion, mal einfach überhaupt nicht mehr an die Texte zu denken, einfach mal drauf loszuspielen. Halt auch dieses Miteinander spielen. Diese Demokratie, die muss eigentlich in der Musik passieren. Also muss sich durch die Musik darstellen, nicht durch Abstimmung. Das wäre irgendwie fatal. Frage von all
Also ich komme immer mehr, je älter ich werde, und habe so das Gefühl, dass ich mit mir selber im Klaren bin und mich selber in mir wohlfühle, desto wohler fühle ich mich auch mit dem, was ich spiele, und habe nicht mehr so diesen Drang, mich irgendwie beweisen zu müssen. Also als ich noch jünger war, habe ich bei jedem Solo gedacht, das musst du allen zeigen, wie schnell du bist. Also live vor allen Dingen war das furchtbar, eine Katastrophe. Und dann hat man auch eigentlich immer nur geübt, dass man schnell ist. Das war so mehr so ein Sport, ne? So wie Olympiade, so der so Startschuss, und wer ist zuerst beim oben, beim hohen E oder sowas. Vollkommen bescheuert. Der 6. Tutzing. In den letzten Tagen ist mir ein paar Mal der Gedanke gekommen, dass die Anwesenheit des Filmteams nicht nur nicht nervt, sondern an manchen Tagen sogar Sachen ermöglicht hat, die sonst nicht stattgefunden hätten. Achtung und Playback ab! Irgendwie disziplinierend. Und Action! Das Stück kommt drauf. Der eine Zechen füllt ihr Füll und der andere Blütchen kalt. Der Main singt öde, ist der andere singt Arial. Und der andere nonchalant, während ich mies in Saare jäht schon klammert zu jen übel an der Wand. Zappeln und zupfen, slippen die Ehe sein, hoho, ins volle Rad. Na also, geht doch! Würde ich mir sagen, dass diese Nummer nicht engagiert spielen. Ich wollte gerade sagen, aber kannst du auch mit uns reden, was, wenn du einfach nochmal spielen willst. Sag doch mal. Aber Axel, der Einsatz war beachtlich. Komm. Super! Ich hätte auch noch weitergespielt, hätte ich jetzt so verstimmt. Ey. Super! Gut! 1, 2, 3, 4. Hallo! Ja, wir sind der 7 Hühnchen. Und? Da ist er ja wieder. Ich hab direkt heute Morgen gedacht, hoffentlich geht's ihm irgendwie besser, ne? Ja, so, dieses fürchterliche Team hier, dieses fürchterliche Fernsehteam. Der von Büro. Ne? Und hier stehen sie vor mir. Einer hat eine Kamera, der andere ein Mikrofon. Hey und all grau Haar, hinten der Hälfte Spark. Für Wasserohrring oder Hand- und Lederjack. Stillarzt für Jahr, weise, alles halb so wild. Tonne schwer, Vergangenheit, schleppt jeder mit sich rum. Es halt passiert. Der Eddie fährt jetzt Taxi nachts und schläft dafür am Dach.
ein Foto von dem Kleinen am Spiel, hält ihn meistens wach. Dat Sonja ist jetzt in Jütersloh, meldet sich so jod wie nie. Oh, oh, so viel verlangt, ganz ohne Plan und ohne Garantie. Und eine Mohikaner, die im Kriegsfall sich fällt. London Mohikaner, der war verliebt. Wunderbar, hier sind 28 Kameras auf mich gerichtet. Das habe ich noch nie gemacht. Telefonieren, wenn ich gefilmt bin. Name, Hans Wollrath, geboren 24.07.1953, gutes Alter. Beruf, bin in der glücklichen Lage, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Funktion bei BAP, ich bin Toningenieur, ein bisschen für die Technik verantwortlich. Größte Enttäuschung mit BAP, mehr persönliche, aber die sind absolut wichtig anscheinend innerhalb so einer Gruppe. Tollster Augenblick mit BAP. Der Moment, nicht mehr an die Rente zu denken, sondern einfach nur auf Risiko raus, mich mit den Leuten, mit denen es Spaß macht, mit der Musik zu beschäftigen. BAP in der Zukunft, auf jeden Fall hoffentlich ziemlich lange. Was ich immer schon sagen wollte, ein Dank an all die unendlich vielen Leute, die uns über die letzten 12 Jahre ungenannt einfach nach vorne gebracht haben. Dankeschön. Das hört sich an wie ein Vulkanausbruch. Okay. Seid ihr alle gut drauf? Na klar. Total klasse. Und alle total Bock? Okay. 1, 2, 3. Da sollen wir dann mal probieren, wie es sich anfühlt mit 3 Strophen. Ja, das ist hier auf jeden Fall. Wie ist von Stefan hier auch, oder? Ja, danke schön. Du, Funky. Du, Funky. Du meinst dieses da. Ich spiele weiter nicht, ne? Operator, was sagst du? Ah, da ist diese. Da-d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 a. Ja.
Nummer. Ja, geht doch unter Druck, der Feind ist los. Nee, das soll es eben noch nicht sein. Ich würde das gerne machen, aber da ist ja die dritte Strophe mit dem. Er würde so gerne und er kriegt das irgendwie aber nicht hin. Er wünscht auch manchmal, wäre gerne ein anderer, der das kann. Einer von denen, die das hinkriegen. Zum Verdeutlichen, wie man so etwas rüberkriegt, würde ich sagen, ist das sicherlich der falsche Weg. Deswegen frage ich ja auch, wie ist das wirklich gemeint? Weil das ist, so ist das absolut happy hin und her, das kann man nicht bringen. Da kommt das gar nicht rüber. Das ist irgendwie ein Typ, der sich nicht traut, irgendwie die anzusprechen, sich das aber wünscht. Vergesst es eigentlich. Ich meine, wenn ich einen einfachen Text schon erklären muss, ist er dann der Weg zum Lammer sein lassen. Das ist ja noch Quatsch. Nee, nee, also vielleicht kriegt man das doch so hin. Text, so. Das ist kein einfacher Text. Ich meine, das ist jetzt nicht ausgeschlossen, oder? Ich versuche den Text mir so zu denken, dass er wirklich einfach nur auf Dufte ist. Oder nur auf mit ihr fahren ist der Knaller. Ja, man dann geht alles, da funktioniert das hier. Ne? Das kann man so lesen, ja. Hier machen wir den Konjunktiv raus. Ja. Mit ihr fahre ich, hört ihr erstmal hin. Ja. Die lässt man sein. Du sagst dem Niedecken, du sollst dich hier für zwei andere Zahlen einfallen lassen. Wofür? Weil das passt ja dann nicht mehr. Ja, nee, das passt nicht mehr. Also für eine Happy Nummer den Konjunktiv aus dem Refrain raus und die zwei Zeilen geändert. Dann ist es ganz einfach, der Typ, der in der Fabrik arbeitet, am Wochenende Zeit hat, rumzufahren und irgendwie nicht genug an den drei Tagen gemacht kriegt, weil irgendwie kann man mal voran machen, weil jetzt Montag früh wartet diese Stecher wieder. Machen, ja, oder du machst einen Text eben über den anderen Typ. Ne? Ich würde jetzt nicht sagen, dass mir das jetzt besser gefallen würde unbedingt. Ein Schüchtern, der sich nicht traut, sich das aber wünscht. Nur dann passt die Musik auch schon mal gar nicht. Nee. Die Musik, die wir jetzt haben, dann könnte man auch andere Musik. Zwei Zeilen auch andere. Axel, spielst du das Elektrifizierte? Wenn ich so eine Musik mache, da haben wir heute den ganzen Nachmittag drüber geredet, wo ich das irgendwie haben will, dieses Fahrgefühl. Ne? Dann irgendwie Wüste, irgendwie ein Panorama. Und ich sehe bei der Musik sehe ich kein Panorama, nicht die Bohne. Ja, es geht doch gar nicht mehr ums Fahren. Du bist jetzt einfach nee, das hat nichts mit Fahrstil. Das hat ich einfach so Wochenenden gemacht. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Entweder man lässt den Text tatsächlich so, wie wir ihn begreifen, also dass er die Wochenende umhält, oder man macht ihn ganz einfach und versucht, diesen Bedeutungsbogen da reinzukriegen. Die Möglichkeiten gibt es jetzt. Was können wir brauchen? Also tu das nie wieder. Tutzing. Ich weiß es ja. Es gibt Stücke, bei denen kann man sich in die Kurve legen, wie man will.
Je nach Konstellation der Mitmusikanten kommen sie einfach auf keinen grünen Zweig. Fleisch und Blut gehört anscheinend zu dieser Sorte. Also diese Selbstironie, die wäre ja das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema. Wieder ein anderes Thema. Ja, ja. Kann ja auf die drei Strophen lassen. Nein, pass auf, das Problem ist einfach, dass der Wolfgang in dem Text auch irgendwas sucht, was gar nicht da ist. Oder was einfach nicht rüberkommt. Er meint irgendwas, aber das ist nicht da. Und ohne Refrain kann man das ja gar nicht spielen. Und wie sich das jetzt anfühlt, ob da eine Strophe weniger ist oder nicht, das kann ich auch ohne zu spielen hier schon sagen. Das ist nämlich einfach kürzer, schneller zu Ende. Was durchaus positiv ist. Ja. Bisher hab ich noch kein Powerklinges für Kofi dran. Das ist, weil ich dir die ganze Digger zahlen will. Mit dir morgen könnte ich auf Facebook fahren. Mit dir wird der längste Wäsch zum schönsten Ziel. Frühjahr, 6 Uhr, 2 Uhr auf Tag sind furchtbar gut. Halt dich an mir fest, damit ich spür, wofür sich lohnt. Man rollt zur Spelle da für da, als durch den CD. Fleisch und Blut, wie Fleisch und Blut, wie Fleisch und Blut, wie Fleisch und Die Phase mit dem Eingemachten haben wir, glaube ich, hinter uns. Die Riffe, die zu umfahren waren, haben wir alle bemerkt und uns auch nicht gedrückt. Es ist alles gemacht worden, was zu machen war. Die nächste Phase birgt eigentlich nur eine große Gefahr, dass man womöglich zu sehr glättet an dem, was wir uns jetzt so schön rau erspielt haben. Also, Vergnügen war das, was ich bis jetzt gemacht habe. Und jetzt in der Endphase, denke ich, ist es harte Arbeit. Also, wir haben auch nicht mehr viel Zeit, jetzt 3 Wochen und nochmal eine Woche Pause und dann 4 Wochen, um das Ganze einzuspielen. Ich denke, da muss man schon richtig reinklotzen. Ich glaube, viel kann man nicht mehr falsch machen. Nee, glaube ich nicht. Ich würde es mit Stress freudiger Neugier würde ich das beschreiben. Eigentlich ist das immer gleich. Man macht irgendwie 5, 6, 7, 8 Stücke und plötzlich kommt dann irgendeiner und sagt, ja, boah, das wird diesmal sowas von anders. Und diesmal die Bachplatte, das wird einfach riesig und ich weiß, das wird die beste überhaupt. Das ist eine Geschichte, da erinnert man sich halt daran, dass es bei der letzten Platte irgendwie auch war. Ich bin im Moment ein bisschen durcheinander mit dem, was da rausgekommen ist. Wir haben früher eigentlich ziemlich andere Musik gemacht, wie ich das empfinde. Und was jetzt durch dieses gemeinsame Proben entstanden ist, ist irgendwie für mich jedenfalls was völlig Neues und was mich auch ein wenig verunsichert. Also ich weiß jetzt gar nicht, was das jetzt genau ist, ob das jetzt wirklich wir sind oder was ganz anderes oder ich muss da erst noch mal drüber nachdenken, ich weiß es noch nicht. Das ist ja auch so neu für uns, auch diese Arbeitsweise. Da ist einfach ein riesen Fragezeichen und das ist einerseits spannend, aber auch gefährlich, ne? Yeah, you never in Playmate. Hätte sich wieder rentiert. Eine Sinatra, Loud My Way. Und fällt ihr kurz aus der Tür. Kopfstein, Pflaster und mehr. Verdammt. Auch wenn ihr Netzstrümpfein sahstern, da der Litz trotzdem zu jung.
man hat sich wirklich verlaufen. Im Gallensteinwald, wo sie Seele verkaufen. Und nass Asphalt. Name: Manfred Böker, genannt Schmal, geboren am 22.04.1952, Beruf Musiker und Maler, Funktion bei BAP, der Musik das Dressing aufzulegen. Der tollste Augenblick mit BAP, das war wohl vor dem Stones-Konzert, also wo wir da als Vorgruppe gespielt haben, und da klackerten mir wirklich die Knie. Ich hatte eine Lederhose an, das Geräusch zwischen den Knien. Ich werde es nie vergessen. BAP in der Zukunft. Ich wünsche mir eigentlich, dass wir so ein bisschen experimenteller werden, mehr Risiko musikalisch auch eingehen. Was mich außerhalb von BAP interessiert, ist die Malerei. Und ich verreise ungeheuer gerne. Was ich immer schon sagen wollte, eine Kokosnuss ist eine Kokosnuss ist eine Kokosnuss. Man nee, deswegen Europa bloß noch ein Wort. Deutschland ist ja auch nichts, nicht von Jod. Kekula, und da hinten jetzt frisch verbrannt, war der Land. In dem Gebot, das rief für sich hin, wird der am Ende noch belohnt. Kann es sein, dass ich neidisch bin und scharf wie die sich vermutet. Jetzt wie vorhanden wird man es, aber komm, du sprichst im Traum, ich gehöre wie ein Föhn im Traum. Klatsch mal! Weg groß am Horizont, siebe der Herr! Jede da! Ne Moskito, ne Zipagne Fee, ist schon he. Ein heiser Bart ist es so weg. Was ist Arena-Bart? Sandrotik. Dann wieder der Nee. Auf jeden Fall habe ich ein besseres Gefühl nach den 3 Wochen. Ne? Also Anfang war ich ein bisschen ängstlich, zu wenig Material und so und Problemstücke dabei, die mir gar nicht gefielen. Und in diesen 3 Wochen haben wir schon erreicht, also für mich erreicht, dass ich sie gerne spiele, die Stücke. Wir haben Stücke dabei, die aufgrund des Grooves besser kommen. Also wenn sie mit dem Arsch gespielt werden, dann werden die auch gut. Schöne Entwicklung haben wir auch bei... Für mich jetzt bei dem Stück Näher zu mir, ist ein bisschen experimenteller, ist ein bisschen offener, mal ein anderes Schlagzeug.
Herze für die Dank. Schädel explodiert. Überdosis Bilder. Überinformiert. Mühe und Tabelle. Horror, Schwarz und Pies. Werbespots und Terror. Ist der nichts mehr sie. Für ihr Hirne, Zinkzer steht parat. Die Illusionen sind im Drachenblut gebadet. Bishop now, bis im Kreuzfühl. Ein Overkill der Zweifel, ratlos, wie narkotisiert. Wirst rang wie ein Ameis, durch Glas, Beton und Stahl. Wer ihn nicht drin aufdreht, ist für mich nicht normal. Deine rückwärts fließt, geh ihr für mich stört. Bitte mir die Monster, die Ignoranz sie bietet. Da sind sie wieder. Taube, Parafeuer, Hoffnungslosigkeit und Krieg. Die Odyssee eines Textes, ein Leftover aus dem Da Capo-Material, in dem es um die Anpreisung sonderbarer Zirkusdarbietungen ging, hatte später dann auch trotz radikalster Überarbeitung nicht für Zeltingers Soloplatt getaugt. Allerdings hatte es dabei paradoxerweise den Dreh bekommen, der es wiederum zu Bab passen ließ. Überarbeite den Text hier ein weiteres Mal und hoffe, dass der Band musikalisch was dazu einfällt. Wunderbar! Ich steig auf! Ja, das Problem beim nächsten Stück ist, auch eins von den neuen. Und das können wir ohne den Jürgen nicht spielen. Das heißt, kein Schwein kümmert sich um die Technik. 4.6. Eigentlich müsste jetzt die Aufnahmephase abgeschlossen sein. Hatten sich jedenfalls Jürgen und Kili bei der Planung ihrer Vollmondhochzeit im Spessart gedacht. Ist aber nicht so. Also Jet-Set-mäßig die ganze Kombo von Brüssel nach Frankfurt und weiter mit dem Auto auf die Hochzeitswiese. Zu Kaffee und Kuchen gibt es die inoffizielle Live-Premiere von Hoffnungslos hin. Thank you.
Name? Alexander Büchel, genannt Effendi. Geboren 29. Januar 1957. Beruf? Musiker. Funktion bei BAP? Ja, der Ausgleicher. Zwischen den Fronten. Größte Enttäuschung? Fällt mir spontan eigentlich wirklich nichts ein. Tollster Augenblick mit BAP? Das war schon das Konzert vor den Stones. Das war einfach das Größte. BAP in der Zukunft? Ja, dass es so weitergeht wie bisher. Steigerung nicht ausgeschlossen. Was mich außerhalb BAP interessiert? Ja, Musik. Meine Familie. Was ich schon immer sagen wollte. Ja, dass ihr ein Spitzenteam seid. Die ganze Sache hier echt klasse gemacht habt. Also ich würde schon sagen, das BAP ist eine eigene Welt, weil es ist eine Gruppe, die so ziemlich einmalig ist in Deutschland und die eben schon seit über 13 Jahren zusammen ist und ist einfach eine eingeschworene Gemeinschaft. Ich bin ja nun erst vor 6 Jahren dazu gekommen, Und damals schon, man sieht halt ganz einfach, das ist eine totale Einheit. Also das Gefühl untereinander ist nicht schlecht. Keine Frage. Also ich finde das sehr arbeitsam, aber ich finde das ist genau die richtige Basis dafür. Nach all den Jahren, denke ich mir. Ist also nicht, man geht nicht den Weg über, wir setzen uns erstmal zusammen und machen Köpfen irgendwie 3 Flaschen Bier und dann gucken wir mal, was für ein Gefühl da ist, sondern man arbeitet erstmal zusammen. Ich meine, wir sind ja nicht alles Freunde, die jeden Abend irgendwie in der Kneipe zusammensitzen. Das weiß inzwischen auch jeder, dass das nicht so ist. Da gibt es Kontakte, den einen sieht man öfter, den anderen nicht so oft. Das ist wunderbar, wenn das Thema, stell dir mal vor, das würde über, wie lange sind wir jetzt zusammen, also mit dem Schmal hänge ich seit 23 Jahren zusammen. Wir haben uns kennengelernt beim ersten Semester Kunsthochschule. Wenn das immer nur irgendwie in diesen winzigen Klicken abging, das wäre das Grauen. Also das ist erweitert worden und es kommen teilweise auch Verbindungen zustande, wo man vorher nicht gedacht hätte, dass das geht. Fraktionsbildungen, ja, sicherlich gibt es da Fraktionen. Ne? Wie man sich jetzt streitet, weiß ich jetzt nicht, aber es war oft der Punkt so, da wo ich schon gedacht habe, so, jetzt habe ich keine Lust mehr. Dass es tatsächlich daran diese Stressgeschichten gibt, von wegen der eine kann mit dem, der andere kann mit dem, das ist für mich auch ziemlich natürlich und das ist eigentlich nichts mehr, worüber ich jetzt drüber nachdenke, oh, fürchte das, sondern ich sage ganz einfach, gut, das ist so, das hat den und den Grund, das ist ja auch verständlich, verstehst du? Wenn du mit 2 Autos losfährst, in jedem Auto sitzen 4 Mann, da fährst du eine Woche in der Konstellation und dann hast du aber auch 2 Meinungen, das ist einfach so. Ich hatte mal so eine Version. Hinkriegst ist ja klar, aber der Charakter ändert sich nicht vom Groove, vom Blonde Moikaner. Blonde Moikaner. Blonde Moikaner. So macht das. Aber Käse. Blonde Moikaner.
Da können wir nochmal die gebratene Version machen, nicht in G, sondern in A. Und dann eben mal ein bisschen dynamischer spielen, dass man auch von der Dynamik schon merkt, wo was ist. Im Hans muss man das mal aufnehmen. Wenn man das nämlich durchbrät, findet man das sowieso nie. Ich werde noch beim Gesang auf Stochern. Also wenn ich Gesang hab, Musik, das ist halt. Manchmal ist da eine Zeile zu viel drin. Ganz ja, vorne Planung auch nicht. Die kann man jetzt erlauben mit dem Plan. Moment. Da ist zu viel. Ja. Eingewöhnen, Diamant kam schon ganz gut und die nächste Nummer größer ist halt das da. Und das reicht dann auch. Mehr kriege ich auch bei mir nicht zu Hause in den Hausflur rein. Wenn es da größer wird, dann kriege ich das Ding nicht mehr um die Ecke und nicht mehr die eine Stufe hoch.
Motorradfahren hat irgendwie etwas Meditatives, was ich bisher nur kenne vom Dauerlaufen oder vom Schwimmen. Wenn ich die ganze Zeit ganz allein auf mich selbst gestellt bin und mit meinen Gedanken überhaupt nicht konzentriert auf einen Punkt hin, sondern wenn ich es fließen lasse, das ist eine Erfahrung, die ich sehr schätze. Boracay, Philippines, 26.07.1992. Liege im tropischen Dauerregen in der Hängematte auf der überdachten Terrasse unseres Bambus-Bungalows und genieße es, wie sich die Umgebung mit dem Geschehen in Bodo Kirchhoffs Roman Infanta verflechtet. Der kleine schwarze Hund kommt im Rahmen seiner routinemäßigen Abendpatrouille vorbei. Die Kassette mit der Aufschrift Major Römisch 2 liegt startbereit im Walkman und es kann losgehen. Schwarze Hunken hängen mal ohne Boot. Er trennt mehr als reitet, nie in Not. Petroleum funzelt des Lebens für sich hin. Oder trinkt. Man nie das Weg Europa, bloß noch ein Wort. Deutschland ist ja nix, nie jetzt von gehoben. Der Gecko lach ohne ihn tätrisch verbrannt, war der Land. Im Ingen bucht der Drief für sich hin, weg der Menk noch belohnt. Kann es in der Dich neidisch bin und schau, wie die Sichel vom Mond. Also ich sitze also in diesem Bungalow auf den Philippinen, auf der Insel Boracay, und es regnet an einem Stück und alles ist eigentlich wunderbar. Ich liege in der Hängematte rum, lese dieses Buch von Bodo Kirchhoff, Infanta, welches auch auf den Philippinen spielt. Und ich habe mich so nach einer Woche so richtig eingegruft und fühle mich gut und denke, aha, klasse, die Situation wolltest du, und gehe dann an meinen Koffer, wo die Kassetten drin sind, wo Major und Effendi mir, Jürgen Zöller auch, bei Musiken drauf aufgenommen hatten, zu denen ich vielleicht was schreiben könnte. Und werfe die erste Kassette ein und denke, oh, das passt klasse zur Atmosphäre hier. Und in dem Moment, wo ich denke, das könntest du mit anfangen, mit der Nummer, kommt ein kleiner schwarzer Hund vorbei an der Terrasse. Denkt ja, der passt auch klasse, und fange schon mal an mit dem kleinen schwarzen Hund. Und das ist die erste Zeile in diesem Stück, Die Sichel vom Mond, Stück, was auf dieser Terrasse spielt, mit dem Buch im Hinterkopf von Bodo Kirchhoff, wo einer, der sich einfach treiben lässt, ein unglaubliches Schwein hat. Ja? Und man weiß nicht, wie das ausgehen wird. Wird der am Ende noch belohnt für seine Trägheit, für sein Treiben lassen? Jedenfalls, es fängt an mit dem kleinen Hund, der schwarze Hund, eine Hängematte und ein Buch. Und es wächst dann. Dina ging schon mal schlafen. Über da gesessen, und irgendwann wurde es auch wirklich beendet, diese Schreibsession, dadurch, dass einfach der Generator ans Stottern kommt, das Licht ausgeht und ich muss auch schlafen gehen. Fertig, Stück zu Ende.
blonde Mohikaner, die umkringt, falls ich falsch. Blonde Mohikaner, wer war verliert? Blonde Mohikaner, die umkriegst, falls ich falsch. Blonde Mohikaner, wer war verliert? Name Jürgen Zöller, geboren an einem sonnigen Septembernachmittag in Köln. Beruf Musiker. Funktion bei BAP, die Bälle zuspielen. Größte Enttäuschung mit BAP, als ich bei den Aufnahmen zur Da Capo LP einen Tennisarm bekam. Tollster Augenblick mit BAP, das erste Konzert in Peking. BAP in der Zukunft, hoffe ich, dass das so weitergeht wie bisher. Was mich außerhalb BAP interessiert, meine Frau, Musik und die Natur. Was ich immer schon sagen wollte, macht's gut. Achter, siebter, Brüssel. Alle Mixe sind, weil die ganze Produktion so transparent gehalten ist, vollkommen easier gelaufen als bei den letzten Produktionen. Und ich brauchte an keiner Stelle zu sagen, da muss der Gesang mehr nach vorne, da muss das und das mehr nach hinten. Der Phil hat alles so gemacht, dass ich nur noch nicken muss. Ma fonction ici dans cette production, c'est plutôt une fonction de juge arbitre, c'est-à-dire que j'essaye de prendre de chacun le meilleur. Et de l'exposer sur bande. C'est un peu ça ma fonction. Geplant war ja nur eigentlich gar nichts. Also geplant war eigentlich nur, wir versuchen mit dem Material, was wir haben, und mit dem guten Willen eine Platte zu machen. Und das hat geklappt, ja. Nee, wir sind dabei geblieben. Wir haben genau keine Maschinen benutzt. Wir haben keine Gäste. Wir haben alles selbst gemacht. Bin ich also sehr stolz drauf. Und das hat genauso geklappt, wie wir es uns vorgenommen haben. Wunderbar. Also ich finde es super. Ehrlich, war wirklich gut, war eine schöne Zeit. Wir versuchen eine Musik zu machen, wo sich jeder drin wiederfindet
und wo jeder mit leben kann. Das ist schon, das klingt jetzt sehr bescheiden, ist aber schon ein relativ hohes Ziel. Die Sachen verändern sich nur erstens aufgrund der Technik und zweitens aufgrund dessen, weil man halt so lange und so oft drüber nachdenkt und weil man immer wieder neue Ideen einbringt, viele Sachen verwirft und zum Schluss dann eigentlich doch wieder reduziert, weil in der Redaktion liegt die Meisterschaft, man versucht das, es sind 7 Meinungen, jeder guckt, dass er ein bisschen in seine Richtung kommt, das, was ihm gefällt, muss letztendlich da drauf bleiben und sorgt einfach dafür, dass, wenn man das jetzt wirklich reell betrachtet, zum Schluss immer was anderes rauskommt, als man sich das eigentlich vorstellt. Eigentlich ist es ja auch stärker als früher. Früher hat man vielleicht auch weniger sich so um seine persönlichen Belange gekümmert. Was jetzt einfach stärker ist, oder die einzelnen Egos sind einfach stärker geworden. Aber dass man dann eben halt in der Lage ist, im Rahmen eines gemeinsamen Projekts dann die Egos wieder ein bisschen draußen zu lassen, das ist natürlich immer wieder eine tolle Leistung, das finde ich klasse. Mit der Type sind, da fällt mir leider nichts mehr hin. So Dinge Kleider stellen, da fällt mir jede Trotz. Was willst du endlich noch mit mir, wenn du dich nur für mich genierst? Mit dem, was er mir fühlt, hast du nichts am Hut. Ich weiß, die Queen von der Ehrestraß bist du. Ich liege wach. Bin der Tag am Wiederkäuel, hellwach, jedje Verfahrens. Sag, weißt du endlich, was du mich für Nerven kost? Während du durch die Jähn fährst mit einem mehr frischen Aktionär, den weiden Pech singen Lauf, wer das setzt, der dir Versace Fummelkölf häng ich hier ab. Ob minger Löw, tut müde am Dach und nachts stand ich im Bett. Ich weiß, die Queen von der Ehrestraß bist du. Ich liege wach und bin der Dach am Wiederkäuel. Hellwach und jedje Verfahrens. Sag, weißt du endlich, was du mich für Nerven kost? Alles gut gegangen, kann man sagen. Also meine anfängliche Zuversicht war also nicht umsonst. Ich habe am Anfang gesagt, denke ich mal, so richtig erinnern kann ich mich auch nicht mehr, dass wir genug Material haben und dass ich glaube, dass wir daraus eine gute LP zusammenkriegen. Und wir haben eine gute LP zusammengekriegt. Wir haben alle unsere Vorstellungen untergebracht. Und ich glaube nicht, dass irgendeiner so Kompromisse gemacht hat, dass er sich nicht mehr wiedererkennt. Also ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Ding. Im Winter Kaschmir, im Sommer seht, wieso das du mir endlich lädt. Du hast Dussi, der hat Griech nicht in der Kopf. Wart ja wie Ström, lädst du mich kalt, doch ich lauf rum mit so einem Hals. Nur in der Spee, du mutierst zur Barbie-Pop. Ich weiß, die Queen von der Ehrestraß bist du. Ich liege wach und bin der Dach am Wiederkäuel. Hellwach und jedje Verfahrens. Sag, weißt du endlich, was du mich für Nerven kost? Es sind viele Sachen gelaufen, die lange, lange, lange fällig waren. Wir haben Sachen zusammen erjammt. Man hat Flexibilität erwiesen an manchen Stellen, wo es auch ein bisschen haarig wurde. Mal sind einige Leute über den Schatten gesprungen, ich auch an ein paar Stellen. Also ich denke mir, das ist die Art und Weise, an der Platte zu arbeiten,
die für nächste Produktion richtungsweisend ist. Also da geht's lang. Wir können ja die Amerika-Fassung machen. I say we should show some other guys, because you're so bad today. Yeah. Maybe we should go for some others. Wir sind fertig. Jetzt sind wir fertig.